am Grabmal des unbekannten Soldaten in Paris. Deutsche Offiziere erweisen dem gefallenen Gegner, der sich tapfer schlug, die Ehrenbezeugung. Generalleutnant von Briesen, der im Polenfeldzug schwer verwundet wurde und nach seiner Genesung die Führung seiner Division wieder übernahm, zeichnet vor dem Arc de Triomphe die tapfersten Kämpfer seiner Regimenter mit dem Eisernen Kreuz erster Klasse aus. Eine Parade über die Avenue Foch beschließt diese Stunde der Ehrung. Führer und Truppe sind eng miteinander verbunden. Sie bilden eine einzige große Kameradschaft, die sich im Kampf und Sieg immer wieder aufs Neue bewährt.